Let's go. Football spiel dienst Zulteams besuden oder selbst einem Team beiten. Ja, ein Footballspiel, deine Schulteams besuchen oder selbst einem Schulteam beitreten. Das Lambeau Field besuchen. Go Packers! Ja, der letzte Punkt ist das Lambeau Field besuchen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Emma, ich bin 17 Jahre alt und ich bin gerade hier in Green Bay in Wisconsin für meinen Schüleraustausch mit Kulturwerke Deutschland. Ich habe heute meinen Gastvater bei mir. And my name is Dennis. Guten Tag. Und wir werden euch heute 10 Punkte für eure Bucketlist vorstellen für euren Schüleraustausch. Und ja, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir haben das Ganze unterteilt in zwei verschiedene Kategorien und wir starten jetzt mit Punkten für deine Bucketlist im Generellen. Let's go! Football spiel dienst Zulteams besuden oder selbst einem Team beiten? Ja, ein Footballspiel, deine Schulteams besuchen oder selbst einem Schulteam beitreten. Ich finde, das gehört einfach dazu, weil einfach vieles in der Schule sich auch um die Spiele dreht und es einfach ein tolles Erlebnis ist, den Team-Support von den Schülern zu sehen und von den Teams. Und ist auch eine tolle Möglichkeit, um selber nochmal neue Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen. Deshalb würde ich das auf jeden Fall auf die Bucketlist setzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Tippsockle, America's Sinden. Typisches. America's Sinden. Essen probieren, das du noch nicht kennst. Typisches amerikanisches Essen probieren, das du noch nicht kennst. Yeah! Ja, also wenn man schon mal in Amerika ist, dann finde ich, sollte man auch ganz viele Lebensmittel und Gerichte probieren, die man noch nicht kennt und neue Sachen kennenlernen, weil man kennt es einfach nicht von Deutschland und da sind ziemlich viele coole Sachen dabei und ja, das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Zum Prom oder Gelaten Homecoming? Zum Prom oder Homecoming gehen, das gehört natürlich auch zur Schule dazu, weil es hier in Amerika einfach diese beiden Bälle gibt. Also einmal Homecoming und einmal Prom am Ende des Schuljahres. Und es ist einfach ein tolles Erlebnis. Ich selber war jetzt auf dem Snowball. Das ist nochmal ein extra Ball, den meine Schule hatte. Und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass das auf deiner Bucketlist stehen sollte. Und dass du da auf jeden Fall eine tolle Zeit mit deinen Freunden in der Schule haben wirst. Ganz viel Reisen und entdecken. Ja, das war's gut. Ja, also der nächste Punkt ist ganz viel Reisen und ganz viel Entdecken. Das würde ich persönlich einfach allen ans Herz legen, weil man ist jetzt einmal in Amerika und natürlich ist es einfach an sich schon ein tolles Erlebnis, auf eine Schule zu gehen in Amerika und einfach in Amerika für ein halbes oder ein ganzes Jahr zu wohnen. Aber für mich ist es persönlich einfach nochmal wichtig, auch ein bisschen was von dem Staat und von dem Land zu sehen und zu entdecken. Deshalb würde ich auf die Bucketlist auf jeden Fall setzen, ganz viel reisen und entdecken und ja, so viel wie möglich anschauen und ja, genau, der nächste Punkt. Deichkel Rezepte. Rezepte. Coden für dein Gastfamily. Ja. Almost. Deutsche Rezepte für deine Gastfamilie kochen. Das habe ich selber jetzt. Oh yeah, I was a little off on that one. You know what that means? No. German meals for your host family cooking. Oh yeah, good. Yeah. You remember the Flammkuchen? Mm-hmm. Yeah. So, ich habe selber auch schon für meine Gastfamilie deutsche Rezepte ausprobiert. Ich habe einmal einen Streuselkuchen gemacht und einmal einen Flammkuchen gebacken. Und die freuen sich einfach total, auch die deutschen Gerichte kennenzulernen. Und das ist natürlich auch einfach cool, deine Sachen aus Deutschland irgendwie mit denen zu teilen und denen zu zeigen, was du so machst. Und ja, das gehört für mich auch auf jeden Fall zur Bucketlist. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten 5 Punkten, die jetzt auf meinen Staat und auf meine Stadt abgestimmt sind. Also ich wohne jetzt hier in Green Bay in Wisconsin. Deshalb sind das jetzt 5 Punkte, die ich auf die Bucketlist setzen würde für meine Stadt und meinen Staat. Großstädte. Großstädte.
Gostedel, wie Milwaukee und Madison bestaden. Besuchen. Ja, Großstädte wie Milwaukee oder Madison besuchen. Das sind jetzt zwei Beispiele, Milwaukee und Madison, von zwei Großstädten hier in Wisconsin. Und ja, ich würde es euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, so viele Großstädte auch oder Plätze wie möglich zu besuchen. Und die beiden Städte gehören auf jeden Fall für mich dazu. Skyfren am Sunburst Ski Hill in Kewaskum. Skifahren am Sunburst Ski Hill in Kewaskum. Ja, Skifahren im, am Sunburst Ski Hill in Kewaskum. Das ist ein großes Skigebiet hier in Wisconsin, was auch zu den größten Skigebieten hier gehört, wo man auch Ice-Tubing kann. Ich glaube, das hat auch die meisten Ice-Tubing-Bahnen und es gehört zu den größten auf jeden Fall. Und ja, das würde ich auf die Bucketlist setzen. Wir selber haben in zwei Wochen einen Trip mit der Organisation dahin, mit den ganzen Austauschschülern, worauf ich auch schon sehr gespannt bin. Ja, das würde ich auf jeden Fall auf die Bucketlist setzen, hier in Wisconsin. And flues? Flüsse. Flüsse? Unseen Bustaken? Besuchen. Besuchen. Ja. Flüsse und Seen besuchen. Hier in Green Bay, aber auch generell in Wisconsin, gibt es einfach so viele Seen und Flüsse, die einfach wunderschön sind. Und für mich gehört es irgendwie auf die Bucketlist, einfach viele von denen zu besuchen, zu sehen. Und egal ob im Sommer oder Winter, im Sommer kann man natürlich super schwimmen gehen, im Winter ist es aber auch einfach schön, weil viele sind gefroren, auch die Flüsse. Das ist einfach wunderschön, das zu sehen, und es ist einfach ein Erlebnis, das man auf jeden Fall haben sollte. Die Farmers Markets besuchen. Ja, yeah, that was good. Die Farmers Markets besuchen. Ja, hier in Green Bay gibt es, how many Farmers Markets are there? Oh, there's a lot. Yeah. There's a lot. Too many to count. Ja, yeah. Also es gibt sehr viele Farmers Markets hier in Green Bay. Und es, das ist halt einfach wie ein Markt in Deutschland, aber viel größer und auch nochmal viel, mit viel mehr Variation, wo man zum Beispiel auch ganz, an ganz vielen Ständen nochmal Essen kaufen kann, auch aus anderen Ländern, zum Beispiel irgendwie ein Crepe-Stand oder andere Spezialitäten aus anderen Ländern. Und ja, das gehört auf jeden Fall zu der Bucketlist hier in Green Bay dazu. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Das Lambeau Field besuchen. Go Packers! Ja, das, der letzte Punkt ist das Lambeau Field besuchen. Das ist das Stadion von den Green Bay Packers. Das ist ein Football-Team hier. The und, best Football-Team. Ja. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch auf jeden Fall auf die Bucketlist packen, dass ihr einmal das Lambeau Field gesehen habt und vielleicht sogar ein Spiel gesehen habt von den Green Bay Packers. Und ja, das gehört auf jeden Fall dazu für mich. Und ja, das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zusehen und könnt ihr ein bisschen Inspiration für eure Bucketlist gewinnen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Bye! Oi! Good job!